herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel VfL Bochum 1848 gegen den Karlsruher SC, das am morgigen Freitag, 22. April um 18.30 Uhr im Revierpower-Stadion angepfiffen wird. Die Pressekonferenz diesmal im etwas anderen Rahmen, nämlich am besonderen Ort, nämlich bei unserem Tiefenwestenpartner Hasenkamp. Spirit of Wellness heißt die Ausstellung, die sich im Stilwerk befindet. Und bevor es dann an sportlich Eingemachte geht, übergebe ich erstmal das Wort an unseren Gastgeber Heinz Hasenkamp. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Jens. Ich darf Sie, die Herren hier von der Presse und natürlich auch hier unseren sportlichen Vorstand, auch für Kommunikation, Herrn Hochstetter und dann unseren Cheftrainer, Frau Feldbochum 1848, Herr Verweg, ganz herzlich begrüßen und auch die Lisa zu meiner rechten Seite, die für diese schönen Räumlichkeiten auch verantwortlich ist. Ja, das heißt, wir sind hier zu Hause, Handwerk und Wellness, das passt zusammen, Design, das ist was ganz Spannendes, so wie richtig im Leben. Da wird hart gearbeitet, aber da kann man auch entspannen und schöne Dinge machen für den Alltag, damit alles rund und schön wird. Und das hier, wie gesagt, im Stilwerk in Dortmund. Wir sind etwa seit 4 Monaten hier angekommen, lange umgebaut und gerade hast du das fertiggestellt. Ja, hinter uns ist das schöne Boudoir, da entwickeln sich immer wieder ganz interessante neue Dinge, auch in der Branche hier, Sanitär, Heizung, Klima. Ja, und das Spiel, sage ich mal, was wir jetzt vorstehen haben, Karlsruhe, da freuen wir uns riesig drauf. Man kann sich das gut merken, 2016, vor 36 Jahren, sind wir also erste Mal Partner des VfL Bochum gewesen, also echt eine treue Gemeinschaft, Partnerschaft, die wir miteinander pflegen und das macht auch echt riesen Spaß bis heute noch und da ist nichts traurig und langweilig geworden, sondern das wird wirklich täglich gelebt und dafür möchte ich mich auch nochmal an dieser Stelle bedanken. Ne? Also 2020 ist es soweit, dann haben wir 40 Jahre bald voll und dann wird's rund. Ja, was haben wir vorgesehen? Wir sind Partner des Spieltages, das heißt unser traditionelles Badewannenrennen findet statt und das Schöne daran ist, wir haben unglaublich viel Bewerbung. Ich habe vorhin gehört, weit über 100 sind es mittlerweile, es ist also spannend, da dann immer eine tolle Auswahl zu finden. Zwei Teams, die gegeneinander rennen und einmal den heiligen Rasen betreten und zeigen, was sie so drauf haben. Ja, und dann haben wir viele Aktionen, wir haben unsere Klatschfächer da, damit wir unseren VfL auch richtig anfeuern, das gehört sich so. Und macht auch riesen Spaß, gerade bei dem, was wir auch alle sehen. Und zum anderen haben wir noch viele kleine andere Aktionen dabei. Beispielsweise auch oben in der Revier Power Lounge kann man seine individualisierte Autogrammkarte erstellen. Da einfach ein bisschen was mitnehmen und sich einfach daran erfreuen. Und viele andere Aktionen. Aber jetzt gebe ich auch erstmal weiter. Besten Dank dafür. Ja, Partner des Spieltages ist Hasenkamp. Wir können ausverkauft. Das ist eine Aktion, die derzeit in Fankreisen läuft. Bis wir so weit sind, dauert es noch ein bisschen, obwohl die ersten besorgten Anrufer schon bei uns eingegangen sind. Die glaubten, das Spiel gegen den KSC sei ausverkauft. Ist nicht ganz der Fall. Bis dato haben wir knapp 11.000 Karten abgesetzt. Also ein bisschen Platz ist noch für diejenigen, die für morgen kurz entschlossen sein sollten. Wetter spielt hoffentlich mit oder gehen wir schwer von aus. Und insofern macht man die Hütte schön voll. An meiner Seite Sportvorstand Christian Hochstetter und Gert-Herrn Verbeek, unser Cheftrainer. Das Spielchen bleibt auch hier in der Badausstellung das gleiche wie im Medienzentrum. Wenn ihr eine Frage habt, kurzes Handzeichen, euch wird das Mikrofon gereicht und dann geht's los. Philipp Rentsch von Westline macht den Anfang. Ja, Herr Verbeek, wer das Training gerade gesehen hat, der hat auch gesehen, welche Mannschaft wahrscheinlich morgen auflaufen wird. Wer wird denn die Kapitänsbinde in Vertretung für Patrick Fabian tragen? Wenn ihr Journalisten scharf seid, weiß ihr das, müsst ihr sich fragen. Also wird Anthony Lucilla vielleicht die Kapitän? Sehr gut, sehen. Sehr gut. Ja, aber die Bestätigung stand ja noch. Du bekommst dann Diploma am Ende. Ja. Patrick Fabian hat sich zum vierten Mal einen Kreuzbandriss zugezogen, vor allem bitter für ihn. So sehe ich es, wie sehen Sie es, wie bewerten Sie diesen Schlag für Fabian, sowohl für ihn persönlich als auch für die Mannschaft? Ja, es tut immer leid, wenn einer deiner Spieler oder wer auch sich verletzt oder krank ist oder was auch. Die sagen, es gehört zum Fußball, weil immer wenn es passiert, dann tut man es sich leid. Und natürlich ist vor der Mannschaft auch ein Schlag, dass der Kapitän ausfällt.
auch weil es sein viertes Mal ist. Die wissen, was er da früher, wie eine Leistung gemacht haben musste, um wieder zurückzukommen. Und jetzt muss er wieder den Weg gehen. Und ja, das ist nicht schön, aber der ist jetzt schon wieder mit dem Kopf dabei, dass er sagt, hey Trainer, wo gehen wir hin im Winterstopp? In der Türkei und in Spanien, weil da bin ich wieder dabei. Das ist die gute Einstellung. Und wo geht es? Spanien oder Türkei? Guck mir mal meine Vorstand an. Vielleicht nach der Karibien. Okay. Anschlussfrage, Startelf haben wir gesehen, wahrscheinlich im Training. Wer rückt noch in den 18-Mann-Kader nach? Nach aller Wahrscheinlichkeit wird Gül mit dazukommen. Und ich muss mir morgen nochmal ansehen, welche Leute alle fit sind. Aber so viele Änderungen wird es nicht geben im Kader. Also Simon ist auch wieder schmerzfrei, hat auch die letzten zwei Trainings voll mittrainiert. In aller Wahrscheinlichkeit wird er auch dabei sein. Herr Hasenkamp hat eben gesagt, wir freuen uns riesig auf das Heimspiel. Ich vermute mal Sie auch als Trainer. Warum? Um mal die Frage nach dem Spiel so zu stellen. Weil ich Fußball liebe. Was können die Zuschauer erwarten? Wie immer. Diejenigen, die immer kommen, die wissen das. Und die nicht kommen, die sollen mal kommen. Dann wissen die das auch. Weg im Hinspiel gab es eine 0-3 Niederlage. Wenn man mit den Spielern jetzt nochmal über das Spiel gesprochen hat, da sagten die, es war so eine Art Geduldsspiel. Karlsruhe stand sehr defensiv und hat es dann einfach gut im Umschaltverhalten gemacht. Was für ein Spiel erwarten oder was für einen Gegner erwarten Sie dann morgen? Ein ähnlich auftretende Karlsruhe? Ich habe mich eigentlich gar nicht so viel beschäftigt mit Karlsruhe. Es geht mir um meine Mannschaft und die Absenz von Patrick Fabian muss man schon einige andere Gedanken machen, um zu spielen. Und jetzt geht es darum, ja, dass wir den Ehrgeiz haben, wenn es vielleicht nicht mehr geht, zum Aufstieg, ja, was unser Ziel natürlich wäre, nach der Winterpause, sind wir noch immer oben dran. Und das würden wir auch gerne so hoch wie möglich einigen am Ende der Saison. Also der vierte Platz ist noch immer drin. Ja, und mal sehen, wie die Jungs das schaffen wollen.